erstes will ich den Abschlussbericht des letzten Quartals sehen. Ich fürchte, ich werde noch 2 Tage länger brauchen. Wir waren uns doch über die Verbindlichkeit dieses Termins einig. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich es nicht schneller schaffe. Ich arbeite seit Wochen 18 Stunden am Tag und mehr. Offensichtlich ist das nicht genug. Ich erwarte, dass der Bericht morgen früh auf meinem Tisch liegt, sonst... Sonst? Oh! Hilfe! 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 Überraschung! Entschuldigung. Du, ich habe mich ein bisschen an deinem Schreibtisch hier breit gemacht, so zum Einarbeiten. Ich bin auch gleich wieder weg. Wenn du meine Wechselklamotten mal anprobieren möchtest, die hängen draußen im Spind. Ja, hatte ich schon an. Weißt du, ist nicht so mein Stil. Danke. Hallo. Ich muss mit dir reden. Es geht um... Dir auch einen guten Morgen. Morgen. Vincent. Vincent. Es geht um Vincent. Ach, Vince, ja. Das ist ein anständiger Junge. Der stört mich nicht beim Pinkeln. Ja, und er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ihm noch ein Praktikumstag zusteht. Ja. Mhm. Ach, da gibt's wieder mal keine Seife, verdammt nochmal. Ja, bei seinem ersten Versuch, da ist er als Geisel in einer Bank festgehalten worden. Beim zweiten Versuch musste er einen Mord an einer Freundin miterleben. Ich meine, glaubst du, der hatte schon eine faire Chance, sich als Polizist zu beweisen? Nein, natürlich nicht. Ja, also bitte, da sind wir uns ja einig. Also, bring ihm was bei. Willst du ihn als Nachfolger von Patrick einstellen? Also Ina, die meint auch... Moment mal, langsam. Du hast mit Ina drüber gesprochen, mit mir nicht? Ja, das steht in meinem Arbeitsvertrag. Das darf ich. Entschuldigung. Jetzt nicht. Wen's? Wir haben eine 4218. 19? Wie ist nochmal der Code für Entführung? Mein Gott, was soll das? Was wollen Sie von mir? Liegen bleiben. Ich sagte liegen bleiben. In der Kiste halten Sie es noch ein paar Stunden aus. Mit einer Kugel im Kopf ist es gleich vorbei. Bitte, tun Sie das nicht. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Nicht. Zumachen. Ich flehe Sie an. Ich will nicht sterben. Bitte! Ich will nicht sterben. Bitte! Oh Gott, nein. Lassen Sie mich heraus. Hilfe! Ich will nicht sterben. Hilfe! Dieser Brief war dabei. Danke. 1 Million, nicht registrierte Scheine, bis 15 Uhr und keine Polizei. Ich will eine Handschriftenanalyse. Es ist die Handschrift meines Vaters. Das muss man denen lassen. Verhandeln und auf Zeit spielen ist nicht. 200 mal 50 mal 60 abzüglich. Wie groß ist Ihr Vater? Wovon reden Sie da? Was soll das? Die Entführer haben Ihnen bis 3 Uhr Zeit gelassen. Ich versuche nur herauszufinden, wie viel Zeit Ihr Vater hat, bis ihm die Luft ausgeht. Was können Sie uns über die Entführer sagen? Nichts. Es ging alles so schnell. Jemand hat mir in die Kniekehlen getreten. Ich bin gefallen. Dann tauchte schon dieser schwarze Lieferwagen auf. Die Tür stand offen. Er hat meinen Vater hineingeworfen und dann war er schon weg. Er? Das heißt, Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Naja, er war maskiert, aber von der Statur her gesehen... Überlegen Sie weiter. Was hat er an? Eine grüne Hose, so mit Taschen an der Seite. Und eine Windjacke, eine dunkle und Stiefel, ja. Ja, und dann diese Sturmhaube. Ja, weiß. Herr Holter konnte das Gesicht des Täters erkennen. Diese Leute haben nicht die Absicht, meinen Mann wieder freizulassen. Das ist es doch, worauf sie hinaus wollen, oder?
Es war Ihnen egal, ob er Sie erkennt. Ja, damit sollten wir rechnen, ja. Mein Vater ist knapp 1,80. Mein Vater ist 1,73 groß und 72 Kilo schwer. Ich schätze, die Luft reicht maximal für 5 Stunden. Das Video wurde um 12 Uhr aufgenommen. Das heißt, wir müssen ihn bis 17 Uhr gefunden haben. Wie schnell können Sie das Geld beschaffen? Bis zur Bankhalle zurück, circa 30 Minuten. Vielleicht 40. Also bleiben uns 4 Stunden. Wir brauchen eine Fangschaltung. Hat Ihr Vater ein Handy dabei? Ja. Ich kümmere mich um die Ortung. Okay, gut. Was soll der Scheiß eigentlich? Was mache ich hier? Falls die Polizei den Wagen in die Finger bekommt und Spuren von dem Alten findet, sind wir dran. Warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Wir können ja tauschen. Ich kümmere mich um den Transporter und du übernimmst den Erpresseranruf. Uhr, Besprechung Dr. Schneider. Tja, da wird der gute Schneider wohl selbst Gespräche führen müssen. Verdammte Scheiße. Was ist denn? Okay. Shit. Die Kollegen können das Handy nicht anpeilen. Das heißt, sie können meinen Mann nicht orten? Die Entführer haben ihm wahrscheinlich das Handy weggenommen und Akku und SIM-Karte entfernt. Das heißt, sie haben nichts. Wer könnte hinter der Entführung stecken, Frau Holter? Wir müssen bei einer Entführung immer davon ausgehen, dass es sich nicht nur um Geld handeln könnte, sondern um persönliche Motive. Hatte Ihr Mann Feinde? Das vergangene Jahr war nicht leicht. Viele Anleger haben ihr Geld verloren. Die meisten waren Opfer ihrer eigenen Gier. Aber natürlich suchen diese Leute die Schuld bei der Bank. Haben Sie vielleicht einen konkreten Verdacht? Ferdinand Preuß. Sie haben das Geld? Ein Geschäftsfreund meines Vaters. Mehrere Restaurants, Millionenumsätze. Dann kam der Crash, Insolvenz, Zwangsversteigerung. Da war doch sicher nicht der Einzige, oder? Als Preuß das Wasser bis zum Hals stand, hat er meinen Vater um ein Privatdarlehen gebeten. Das Ihr Vater ihm verweigert hat? Selbstverständlich. Mein Vater ist Bankier und kein weniger Geldverleiher. Preuß hat geschworen, er würde sich sein Geld schon wieder zurückholen. Schräg, oder? Lieber Derek, so eine Alte habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen, ne? Ja, meine Großmutter war genauso. Kriegsgeneration. Bloß nichts anmerken lassen, keine Schwäche zeigen. Ach, deshalb. Er sagt uns eigentlich, dass die Bankenkrise nicht auch im Privatvermögen der Familie Holter geknabbert hat. Du meinst, sie haben die Entführung nur vorgetäuscht? Ja, wenn nicht die Ersten. Totaler Schwachsinn. Mit 1 Million können die gerade mal die Heizkosten bezahlen. Kann schon sein. Ich rede aber auch nicht von der alten Dame. Vielleicht ist dem Junior einfach sein Kinderzimmer zu eng geworden. Hilfe! Was mit den Kameras vor der Bank? Die Videoaufzeichnung dauert nur 30 Sekunden. Moment! Ach, der ganze Überfall. Ziemlich professionell. Was mit dem Lieferwagen? Das habe ich mir gedacht. Danke. Was ist denn? Hauptkommissar Trautschke? Dr. Lilly Braun. Man hat mir gesagt, Sie brauchen Hilfe. Bei der Erstellung eines Täterprofils. Ja, ja, Staatsanwalt Kruse meint, wir brauchen Hilfe der Oberstaatsanwalt, der Innenminister. Die Familie Holter scheint viele Freunde zu haben. Oder zumindest einflussreiche. Jedenfalls freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen. Naja, Ihre Abhandlung über die Kriminalpsychologie. Da kann selbst so ein alter Gau wie ich noch was lernen. Aber Sie würden es dennoch begrüßen, wenn ich mich gleich wieder vom Acker mache. Sagen wir mal so, die Chancen stehen 1:99, dass wir den Mann finden, bevor der Sauerstoff alle ist. Aber vielleicht sind Sie gerade dieses 1%, dass wir den Mann finden. Das ist alles, was wir haben. Und dass wir nur bis 17 Uhr Zeit haben. Jetzt bleiben also noch ungefähr 3 Stunden. Ich will wissen, ob die Entführer auf eigene Rechnung arbeiten oder ob es einen Auftraggeber gibt. Wo
Okay, dann würde ich sagen, wir fangen noch mal von vorne an. Darf ich? Sie sagen, das Opfer ist verheiratet. Kein Ehering. Ja, muss nichts heißen. Kann aber. Herr Preuß? Ja? Wir müssen Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Warum? Es geht um den Bankier Erich Holter. Er wurde entführt. Ach, und Sie glauben, dass ich ihn hier im Schrank versteckt habe, oder was? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Den wird die Staatsanwaltschaft nachreichen. Ziehen Sie mal was an. Also das ist jetzt ein Witz, oder? Bloß weil ich ihm gedroht habe, dass ich mein Geld wiederhole? Preuß, jetzt passen Sie mal auf. Finger weg! Sie wollen wissen, ob ich ihn entführt habe. Nein, war's das. Gut, Wiedersehen. Entweder Sie kommen jetzt freiwillig mit, oder... Sie tragen mich hier heraus? Na dann viel Spaß. Meinetwegen können Sie die Bude auf den Kopf stellen, aber Pfoten weg, klar? Pass auf ihn auf. Was? Wieso denn ich? Nee. Ja, was ist, wenn er versucht abzuhauen und mich einfach niederwalzt? Wie rette ich nochmal das Leben? Hast du gar nicht. Hab ich doch. Hast du nicht? Tabletten, die mein Mann nehmen muss. Das ist ein Herzmedikament. Er hat Probleme mit dem Blutdruck. Wieso haben Sie uns das nicht gesagt? Vielleicht... Mein Mann muss diese Tabletten jeden Morgen nehmen und er ist ein sehr gewissenhafter Mensch. Und was ist, wenn er es ausgerechnet heute mal vergessen hat? Es ist nicht Erichs Art, Dinge zu vergessen, die wichtig sind. Ich würde mich jetzt gerne einen Augenblick hinlegen. Wenn die Entführer sich melden, dann... Wird mein Sohn diese Anrufe entgegennehmen? Preußische Tugend. Meine Mutter würde niemals jemandem zeigen, was sie fühlt. Nicht einmal mir. Wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihr Vater Probleme mit dem Herzen hat? Ach, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich meine, Sie haben ja selbst gesagt, er hat vielleicht nur bis 17 Uhr zu leben. Was spielt es denn dafür eine Rolle, ob er spätestens morgen früh dieses Medikament nehmen muss? Ob das medizinisch eine Rolle spielt, das kann ich nicht sagen. Aber man könnte allmählich den Eindruck gewinnen, dass weder Sie noch Ihre Mutter irgendein Interesse daran haben, dass wir Ihren Vater lebend finden. Was reden Sie denn da? Wie können Sie so etwas behaupten? Ich brauche die Telefonnummer und die Adresse seines Hausarztes und zwar schnell. Aus mit der Kugel im Kopf ist es gleich vorbei. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Ich flehe Sie an, nicht. Ich will nicht sterben! Falls die Entführung ein Racheakt ist, dann ist es nicht die Rache der beiden Männer, die ihn entführt haben. Sie meinen, die beiden sind nur Handlanger? Ah, ich erkenne keinerlei Ausschläge in ihrem Verhalten. Keine unnötige Gewalt, keine Beschimpfung, weder Spaß noch Genugtuung am Leiden des Opfers. Sie handeln gleichgültig. Ajo, wir haben Preuß. Das ist Jan Maybach, mein Kollege, und das ist Dr. Lilly Braun. Sie ist Polizeipsychologin, ich weiß. Hallo. Ich habe viele Ihrer Artikel gelesen. Sehr beeindruckend. Offenbar traut uns da jemand nicht zu, dass wir den Fall alleine lösen können. Tja, mir auch nicht. Da wären wir also schon zu dritt. Ich habe mir die Konten von Holter Junior angeschaut. Im Gegensatz zu seinen Eltern verfügt er über keinerlei Privatvermögen. Und er bezieht auch nur das Gehalt eines kleinen Bankangestellten. Das heißt, wenn sein Vater stirbt, wird er auf einen Schlag steinreich. Ja. Und was haben Sie? Das da ist ein Discount-Sarg. Von einem Sargsupermarkt. Einfaches Holz, Stapelware, keine Verzierung, kein Schnickschnack. Und das sieht man einfach so? Ich musste vor ein paar Jahren selber mal Särge aussuchen. Da stolpert man automatisch über sowas. Ja, das könnte eine Spur sein. So viel Discounter wird es in Leipzig nicht geben. Das hat jetzt aber mit Psychologie nicht viel zu tun, oder? Könnte man meinen, aber es gibt für alles einen Grund. Auch die Wahl eines Discount-Sarges erzählt was über die Täter. Der Sarg wurde im Video nicht explizit inszeniert. Nach dem Motto, seht her, mehr als eine Holzkiste hat das Opfer nicht verdient. Hierbei handelt es sich um Effizienz und Pragmatismus. Für die Entführer ist der Akt des Vergrabens keine Beisetzung. Ja, ich habe verstanden. Der Holter hat Herzprobleme. Im Liegen hat er schnell das Gefühl, dass er keine Luft mehr bekommt. Das heißt, er atmet schneller. Und so könnte es möglich sein, dass der Sauerstoff im Sarg
schon vor 17 Uhr verbraucht ist. Scheiße. Wir haben keine Zeit. Deswegen wollen wir nicht länger um den heißen Brei rumreden. Sie haben Erich Holter entführen und vergraben lassen. Und ich will wissen, wo. Was? Der Mistkerl wurde vergraben? Das wird ja immer besser. Sie wissen, was wir in Ihrer Wohnung suchen. Wohnung? Das ist ein Loch. Irgendeine Spur hinterlässt man immer. Selbst wenn ein Verbrechen noch so clever geplant ist. Ja, Sie müssen es ja wissen. Wie lange hat Ihnen der Arzt noch gegeben? Was sind Sie, so eine Psychotante? Zur Hausfrauenmutter hat es bei mir leider nicht gereicht. 6 Monate, vielleicht 9. Zu viel Stress, zu viel gefressen, zu viel geärgert, Pumpe kaputt, Lunge kaputt. Irgendwann schlafe ich ein und dann höre ich einfach auf zu atmen. Tut mir leid. Acht drauf geschissen, nichts gegen Sie. Aber zu wissen, dass der Docht schon flackert, das macht's auch irgendwie leichter. Nicht, man regelt, was noch zu regeln ist und dann war's das. Was müssen Sie denn noch regeln? Okay, machen wir's kurz. Sie werden ihn nicht finden. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe. Es gibt nichts, womit Sie mit drohen können. Und deshalb verrate ich Ihnen auch nicht, wo Holter die Radieschen von unten anschaut. Was darf's denn sein? Mit oder ohne Holzschutzlasur, Standard oder Übergröße? Ab 3 Särgen bieten wir lukrative Rabatte an. Ivo Leipzig, wir sind auf der Suche nach, nach diesem Sarg. Sansibar, Kiefer unbehandelt mit Eisenbeschlägen. Das Einfachste vom Einfachen. Wem haben Sie das Ding denn verkauft? Im letzten halben Jahr überhaupt nicht. Aber wenn Sie nicht fragen, gebe ich Ihnen die Nummer des Großhändlers, bei dem alle Discounter ordern. Hilfe! Okay, Sie machen alles so, wie wir es besprochen haben, ja? Holter? Haben Sie das Geld? Ja, 1 Million Euro, wie Sie verlangt haben. Sie nehmen die Straßenbahn. Linie 1 Richtung Lausen. Wer garantiert mir, dass mein Vater noch am Leben ist? Ich brauche einen Beweis. Befolgen Sie meine Order oder... Das Gespräch ist beendet. Entweder Sie tun, was ich Ihnen sage... Oder ich garantiere Ihnen, dass bei meinem nächsten Anruf Ihr Vater tot sein wird. Dann sprechen wir über 2 Millionen für die Leiche Ihres Vaters, damit Sie ihn ehrenvoll beerdigen können. Ja gut, ich tue ja alles, was Sie verlangen. Aber ich flehe Sie an, tun Sie meinem Vater nichts. Sie nehmen 1603, die Straßenbahn Linie 1, Haltestelle Menkestraße. Weitere Anweisungen folgen. Habt ihr was über den Sarg rausgefunden? Das Modell heißt Sansibar. Wir warten auf die Liste der Käufer der letzten 4 Wochen. Die Straßenbahn Nummer 1 Richtung Lausen. Also der Stimme nach zu urteilen, gebildet, Mitte 40. Erst ist gewohnt, dass er die Ansagen macht. Und er wusste genau, wie er heute in die Defensive drängt. Ja, und 16.03 ist eigentlich eine Ansage, wie man sie beim Militär macht. Ja, und er spricht von einer Order, die befolgt werden soll und einer ehrenvollen Beerdigung. Vielleicht ein ehemaliger Berufssoldat. Das würde auch zu den Stiefeln unter Hose passen. Wenn man mit 40 nicht mehr bei der Bundeswehr ist, dann ist man entweder dienstuntauglich wegen der Verwundung... Oder man wurde unehrenhaft entlassen. Oder man hat einfach gekündigt, weil die Kohle nicht reicht und weil man andere Pläne hat, ans große Geld zu kommen. Also, wir machen eine Anfrage bei der Bundeswehr und konzentrieren uns auf die Unehrenhaften. Ina, du fährst mit Holter an der Straßenbahn und Jan und Vince, ihr folgt der Straßenbahn mit dem Auto. Was ist denn mit Helis? Wir können ihn doch viel besser aus der Luft verfolgen. Also jetzt denk doch mal nach. Wenn die einen Hubschrauber sehen mit der Aufschrift Polizei, dann brechen die Aktion ab und Holter ist tot, hm? Frau Braun, Sie kommen mit mir. Sei vorsichtig, Ina. Jan, Vince? Setzt euch vor die Straßenbahn. Geht klar. Ina,
Möglicherweise kriegt er den Befehl auszusteigen, zu Fuß zu laufen oder umzusteigen. Also bleib an ihm dran. Gut verstanden. Jan, Nils? Ich glaube, ich weiß, wo er den Koffer aus dem Fenster schmeißt. Bleibt also an der Bahn dran. Verstanden. Jemand? Rudi, komm her, komm. Komm her, komm. Auf der Strecke eine Brückenpassage. Darunter ist Brachland, ziemlich verwildert. Keine Zufahrtsstraße, aber viele Fluchtwege. Und von der Brücke kann man auch nicht abfahren, es sei denn, man springt runter, bricht sich alle Knochen. Ich sage Ihnen mal was. Sie sind eine hervorragende Profilerin, aber eine miserable Beifahrerin. Ich mag es nicht besonders, anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Berufskrankheit, was? Holter hat gerade einen Anruf gekriegt. Ich glaube, es geht bald los. Wo ist die Bahn? Kurz vor der Antonienbrücke. Ich hab's gewusst. Wir brauchen mindestens 5 Minuten bis zu euch. Die Einsatzfahrzeuge sollen sich bereithalten, falls der uns entwischt. Alle Zufahrtsstraßen sperren. Er steht jetzt auf und öffnet das Fenster. Er wirft den Koffer raus. Da, der Koffer. Und da ist unser Mann. Soll ich? Unter gar keinen Umständen. Sie bleiben hier. Bleiben Sie stehen! Hände hoch, Polizei! Wir brauchen einen Rettungshubschrauber, und zwar schnell. Bleiben Sie ruhig, der Hubschrauber ist gleich da. Wo haben Sie den Holter vergraben? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Hören Sie, also, wenn der Holter stirbt, dann sind Sie nicht wegen Entführung dran, sondern wegen Mordes. Ist Ihnen das klar? Ich war rein zufällig hier. Ist nicht verboten. Die Komplize wird Sie hängen lassen. Preuß stirbt sowieso. Also, wo ist Holter? Preuß? Ich kenne niemanden. Ich glaube, er kennt Preuß wirklich nicht. Was? Er hat auf alle Fragen abgebrüht reagiert, aber als Sie Preuß erwähnt haben, das hat ihn total irritiert. Preuß hat nichts mit der Sache zu tun. Oh, aber warum hat Preuß dann gestanden, bitte? In 8 Monaten ist er tot. Rache. Solange wir ihm glauben, dass er hinter der Entführung steckt, werden wir keine andere Spur verfolgen. Und somit erhöhen sich die Chancen extrem, dass wir Holter nicht finden. Also wenn Sie recht haben, dann fangen wir von vorne an. Lassen Sie mich nochmal mit Preuß reden. Vielleicht kann ich ihn knacken. 16:21, 40 Minuten, wenn überhaupt. Und, haben Sie ihn gefunden? Sie wissen, dass wir niemals auf die richtige Spur kommen, solange wir Sie für den Drahtzieher halten. Damit machen Sie sich zum Täter eines Verbrechens, zu dem Sie in Wirklichkeit nie imstande gewesen wären. Sie haben nichts mit Entführung zu tun. Warum reden Sie dann überhaupt nur mit mir? Ich habe da ein kleines Problem. Die Kollegen, sie glauben mir nicht. Sie müssen mich für sehr naiv halten. Sie wollen wissen, warum ich mit Ihnen rede. Weil ich heute Nacht ruhig schlafen möchte.
Heute Nacht und auch in Zukunft. Solange Sie bei Ihrem Geständnis bleiben, fehlt mir die Zeit, die wahren Auftraggeber der Entführung zu finden. Walter wird sterben. Und ich werde damit leben müssen, mich mitverantwortlich zu fühlen. Für seinen Tod. Sie haben keine 10 Sätze mit mir gewechselt und glauben zu wissen, wie ich ticke. Heißt was? Mit Holters Tod könnte ich sterben. Aber das Gefühl, dass so ein entzückender Mensch wie Sie meinetwegen nicht mehr gut schlafen kann. Also? Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche, aber Sie haben recht, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nichts von der Sache. Louis Zander? Mir ist kein Mann dieses Namens bekannt. Damit ist das Todesurteil über meinen Mann wohl gefällt. Wir glauben, dass die Entführer über eine militärische Ausbildung verfügen. Wir werden selbstverständlich weiter alles in ihrer Macht Stehende tun. Geben Sie mir die Möglichkeit, meinen Mann würdevoll beizusetzen. Mehr erwarte ich nicht von Ihnen. Finden Sie ihn. Mutter, warte. Es ist... Vielleicht ich... Es muss ja jemanden geben, der Vater umbringen will. Natürlich. Aber wir sollten es den Herrschaften von der Polizei überlassen, im Nebel zu stochern. Herr Holter, wenn Sie irgendeinen Verdacht haben, dann reden Sie. Hartmut, sieh mich an. Wenn du irgendetwas weißt, dann sag es um Gottes Willen. Es geht um das Leben deines Vaters. Willst du, dass er stirbt? Vater hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Sie ist eine Bardame, wenn ich so sagen darf. Was ist, wenn der Mann dieser Frau dahinter gekommen ist? Wieso erzählen Sie mir das erst jetzt? Erst Preuß, jetzt auf einmal diese Frau. Wen zaubern Sie denn als nächstes aus dem Hut? Wie heißt sie? Tut mir leid, ich habe die beiden nur einmal zusammen gesehen. Sie kamen aus dem Hotel Imperial. Du hast das Leben deines Vaters aufs Spiel gesetzt, weil du Angst hattest, mir von dieser Affäre zu erzählen. Aber du warst ja schon immer feige und ohne Rückgrat. Der Holter, der hatte eine Geliebte, mit der er sich ab und zu im Hotel getroffen hat. Ina versucht gerade, die Frau ausfindig zu machen. Wie weit seid ihr? Louis Zander wurde 72 in Hannover geboren. Er hat den Sarg gekauft und mit seiner EC-Karte bezahlt. Und er war Gefreiter bei der Bundeswehr. Das ist aber nicht der Mann, der die Telefonate geführt hat. Wieso? Der da hätte bar bezahlt und keine Spuren hinterlassen. Auch keine digitalen. Aber wenn der da der Kopf der Truppe ist, ja? Wieso hat er seinem Kumpel Zander dann nicht gesagt, er soll den Sarg Cash bezahlen? Ja, vielleicht hat er das ja. Machst du immer 1:1 das, was deine Vorgesetzten von dir verlangen? Okay, Sie warten hier, ich mach das alleine. Unter welchem Namen könnte Ihr Vater noch eingecheckt haben, wenn nicht unter seinem eigenen? Mein Vater hat sich im Leben noch nie vor etwas versteckt, erst recht nicht hinter einem falschen Namen. Okay, das macht die Sache einfacher. Ein Feuer zu haben, ist schlimmer als keine Zigaretten. Wo ist mein Geld? Mein Wort, und Sie sind tot. Also, und wagen Sie nicht noch einmal, mich reinzulegen. Das werden Sie nicht überlegen. Ihre Mutter auch nicht. Wo ist mein Vater? Ist er noch am Leben? Der könnte schon längst gemütlich zu Hause sitzen. Es lag ganz allein bei Ihnen. Also? Das Geld liegt in einem Aktenkoffer im Arbeitszimmer meines Vaters. Wenn ich nur einen Bullen in der Nähe der Villa sehe. Und wenn Sie vorhaben, Ihre Mutter anzurufen und zu warnen, vergessen Sie es, die Polizei, die hört Ihr Handy ab. Sind Sie kein Helden?
Okay, der Portier hat sich an ihren Vater erinnert und auch an seine Geliebte. Ihr Name ist Patricia Köcher. Ist irgendwas? Nein, nein, ich bin nervös, weil mit jeder Minute die Überlebenschancen meines Vaters schwinden. Kommen Sie. Entschuldigung. Hajo, was gibt's? Ina, ist der Holter bei dir? Ja, ist er. Und übrigens, der Name von Erich Holters Geliebte ist Patricia Köcher. Hajo, wir haben ihn. Ina, warte mal ganz kurz. Das ist das Antwortfax der Bundeswehr. Es gab 3 Offiziere, die unehrenhaft entlassen wurden. Einer von ihnen war in derselben Kompanie wie Zander. Roland Köcher, 43 Jahre alt. Er hat illegal Waffen aus Bundeswehrbeständen verkauft. Ina hat den Namen der Geliebten herausgefunden. Patricia Köcher. Das ist möglicherweise ihr Ehemann. Wir fahren in seine Wohnung. Aber pass auf, dieser Mann ist ein Profi. Ja. Ina! Lass Holter nicht mehr aus den Augen. Bring ihn nach Hause und bleib bei ihm. Und bei seiner Mutter. Okay, mach ich. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Nein! Warum fahren wir nicht zu dieser Frau, dieser Patricia? Was soll ich denn zu Hause? Ich will meinen Vater finden. Er hat vielleicht schon keine Luft mehr. Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Kommen Sie. Ich will aber nicht nach Hause. Und Sie lassen meine Mutter jetzt auch in Ruhe. Sie erträgt das einfach nicht, dass permanent fremde Personen in Ihrem Haus herumlaufen. Sie... Herr Holter, was ist hier los? Irgendwas stimmt doch nicht. Was denken Sie, wird der Mann tun? Er wird sich nicht normal auf eine Übergabe einlassen, aber auf das Geld verzichten wird er auch nicht. Ja, darüber sind wir uns einig, was er nicht tun wird. Ich habe mich geirrt. Ja, ich war der festen Überzeugung, dass die Führer keine persönlichen Motive haben. Jetzt war es doch der betrogene Ehemann. Kripo Leipzig, Frau Köcher, wo ist Ihr Mann? Was? Wo ist Ihr Mann? Weiß ich nicht! Unterwegs! Da musst du noch was erledigen. Er hat Erich Holter entführt und lebendig begraben. Sehen Sie uns nicht, Sie hätten davon nichts gewusst, Frau Köcher. Das kann nicht sein. Roland... Was? Er wusste nichts von Ihnen und Erich Holter? Da muss ich Sie enttäuschen, Frau Köcher. Er hat Erich vergraben? Und ihm geht genau jetzt die Luft aus. Frau Köcher, haben Sie irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung, wo er ihn vergraben haben könnte? Gibt es einen Platz, der Ihnen beiden was bedeutet? Wo sie mal gepicknickt haben oder sich zum ersten Mal geküsst haben? Irgendwas? Es gibt einen ehemaligen Truppenübungsplatz. Da fährt er ab und zu Motorrad. Hajo, ich habe eine Spur, wo Erich heute vergraben sein könnte. Dann fahrt da hin und sucht ihn. Wir kümmern uns um Roland Köcher. Okay, alles klar. Wir brauchen einen Helikopter mit Thermokamera. Alles klar. Wo ist es genau? Hajo? Wo seid ihr? Wir brauchen mindestens noch 5 Minuten. Habt ihr versucht, Frau Holter zu erreichen? Ja, aber sie geht nicht ans Telefon. Auch der Kollege von der Technik meldet sich nicht. Wenn Köcher sieht, dass die Polizei anrückt, dann wird er meine Mutter umbringen. Warum lassen Sie nicht einfach mit dem Geld entkommen? Sie haben doch gehört, Ihr Kollege weiß, wo mein Vater steckt. Herr Holter, wenn wir nicht eingreifen, dann ist Ihre Mutter tot. Sie müssen uns vertrauen. Wo ist mein Geld? Das Geld. Was fällt Ihnen ein, in mein Haus einzudringen? Ihr Mann ist tot. Wenn Sie unbedingt ein Doppelbegräbnis wollen, kein Problem. Das Geld. Hände hoch und keine Bewegung! Lassen Sie die Frau los. Sie sollen Frau Holter loslassen! Ich würde tun, was er sagt. Dieser verfluchte Kerl hat meinen Mann umgebracht. Jetzt hat er seine verdiente Strafe. Ungefähr 100 Meter nördlich zeigt die Thermokamera eine frische Ausgrabungsstelle.
Jetzt geradeaus. Ihr seid klein auf. Verstanden. Geradeaus. Stopp, direkt unter euch ist es. Okay, alles klar. Hier ist es. Wir haben ihn. Komm runter, bringt ihn ins Krankenhaus. Runter. Over. Er lebt. Also das war wirklich gute Arbeit. Ja. Und danke. So, jetzt ist die glückliche Familie wieder vereint und ich glaube, das gibt eine richtig heiße Party. Kurz bevor Sie Köcher festgenommen haben, hat der Edith Holter den Ehering ihres Mannes gegeben. Warum? Ihr Mann ist tot. Wenn Sie unbedingt ein Doppelbegräbnis wollen, kein Problem. Ich will mein Geld. Weil er ihr damit beweisen wollte, dass er es ist, der ihren Mann in seiner Gewalt hat. Er war bewaffnet. Er wusste von der Entführung. Wer hätte er sonst sein sollen, wenn nicht der Entführer? Nein, ich verstehe schon nicht, wieso er Holter den Ring überhaupt abgenommen hat. Vielleicht wollte er ihn ursprünglich seiner Frau zeigen. Guck mal hier, ich weiß, mit wem du mich betrogen hast. Ja, ein Grund mehr, ihn Edith Holter nicht zu geben. Wir sind doch anfangs davon ausgegangen, dass es für die Entführung einen Auftraggeber gibt, richtig? Ferdinand Preuß war es nicht. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber ich dachte, Köcher hat Holter entführt, weil der was mit seiner Frau hatte. Und Ende. Was ist, wenn Patricia Köchers Ehebruch gar nicht der Grund für die Entführung war, sondern nur der Grund dafür, dass Roland Köcher mit der Entführung beauftragt wurde? Und der Auftrag lautete von Anfang an, Holter zu vergraben, das Lösegeld zu kassieren und Holter sterben zu lassen. Und der Ehering war Teil des Auftrags. Morgen früh bist du bestimmt schon wieder auf den Beinen. Den Götter als Bericht kann ich auch im Liegen lesen. Patricia und ich. Du mir die Liebe. Ich möchte den Namen dieser Frau nicht mehr hören. Hm? Das werden Sie aber müssen. Spätestens beim Prozess. Ich habe bereits mit unserem Anwalt gesprochen. Meine Eltern müssen nicht persönlich vor Gericht erscheinen. Sie können sich auch jederzeit juristisch vertreten lassen. Das gilt für Opfer und Zeugen, aber nicht für Angeklagte. Meine Mutter hat in Notwehr geschossen. Ohne sie wäre ihre Kollegin vielleicht schon nicht mehr am Leben. Sie haben Roland Köcher kontaktiert, weil sie von der Affäre seiner Frau mit ihrem Mann wussten. Sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Köcher unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde und dass er käuflich war. Die Entführung war ihr Plan. Köcher und sein Komplize sollten das Lösegeld behalten und ihr Mann sollte sterben. Das ist doch absurd. Was reden Sie denn da? Sie haben Roland Köcher erschossen, nicht aus Notwehr, sondern weil Sie verhindern wollten, dass er gegen Sie als Zeuge aussagt. Diese infamen Anschuldigungen werde ich mir nicht länger anhören. Der Komplize von Köcher hat die Notoperation überstanden. Er kann in 2 Tagen aussagen. Louis Zander weiß gar nicht, dass Sie Köcher beauftragt haben. Habe ich recht? Und ohne Beweis keine Anklage. Denn Köcher hat Ihnen den Namen seines Auftraggebers verraten. Ja, das hat er. Kurz bevor den Sarg... Kannst du so etwas behaupten? Er hat mir den Ehering abgenommen und gesagt, mit schönen Grüßen von Ihrer Frau, Sie haben sie das letzte Mal hintergangen. Das ist nicht wahr! Und wenn ich es schwören würde, bei meinem Leben und mit der Bibel in der Hand, wäre es dann wahr? Du willst mich nur loswerden, damit du diese Frau heiraten kannst. Scheidung hätte ich sowieso angereicht. Warum sollte ich also lügen? Du warst es. Du hast es getan! Halt den Mund! Nein! Ich werde mir von dir nicht weniger sagen, dass... Halt! Tun es zu lassen! Halt! Für dich bist du nichts weiter als ein Versager! Er hat es mir gesagt. Vor der Bank, kurz... Bevor Köcher mich abgefangen hat, hat er mir verraten, dass er im Auftrag meiner Mutter gehandelt hat. Untersteh dich. Herr Holter, Sie werden das vor Gericht beiden müssen. Dafür fehlt ihm das Format. Das werden wir ja sehen. Diese Genugtuung werde ich euch nicht geben.
Mein Mann hat mich während der ganzen Jahre unserer Ehe immer wieder betrogen. Aber dieses Mal war es anders. Diesmal wollte er sich scheiden lassen. Glaubst du im Ernst? Ich habe es nicht bemerkt, wenn du dich nachts heimlich davon geschlichen hast, um dich mit dieser Frau zu treffen? Als ich herausfand, dass der Ehemann dieser Frau ein Soldat war, der unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde, habe ich ihn kontaktiert. Ich habe ihm 1 Million Euro Lösegeld gegeben dafür, dass er meinen Mann entführt und lebendig begräbt. Ohne seinen, meinen Ehering. Lieber Derek, am Ende schauen Stefan und Harry zu, wie Frau Gräfin abgeführt wird. Und Berger, und den kannst du ja geben. Berger? Mann, Willi Berger, hier der Laufbursche von Derek. Derek hat den Laufburschen außer Harry. Na klar, wir haben doch auch einen. Ich hoffe, wir brauchen bald wieder mal Ihre Hilfe. Das hoffe ich auch, wer weiß. Naja, und ich dachte, ich höre zum Abschied noch was Nettes. Wer ist denn damit? 6 Wochen Probezeit, Besoldungsgruppe A9, ich kann dich jederzeit rausschmeißen oder behalten. Gratuliere, das hat noch keiner geschafft. Er ist wirklich mal sprachlos. Das war nicht meine Idee. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Halt doch mal die Klappe und freu dich. Nach innen! Samstagskrimi. Ein brutaler Überfall auf einen Familienbetrieb. Los, alles was hier liegt, da rein! Ich knall dich ab, wenn du Scheiße baust! Patricia und ich. Tu mir die Liebe. Ich möchte den Namen dieser Frau nicht mehr hören. Das werden Sie aber müssen. Spätestens beim Prozess. Ich habe bereits mit unserem Anwalt gesprochen. Meine Eltern müssen nicht persönlich vor Gericht erscheinen. Sie können sich auch jederzeit juristisch vertreten lassen. Das gilt für Opfer und Zeugen, aber nicht für Angeklagte. Meine Mutter hat in Notwehr geschossen. Ohne sie wäre ihre Kollegin vielleicht schon nicht mehr am Leben. Sie haben Roland Köcher kontaktiert, weil sie von der Affäre seiner Frau mit ihrem Mann wussten. Sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Köcher unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde und dass er käuflich war. Die Entführung war ihr Plan. Köcher und sein Komplize sollten das Lösegeld behalten und ihr Mann sollte sterben. Das ist doch absurd. Was reden Sie denn da? Sie haben Roland Köcher erschossen, nicht aus Notwehr, sondern weil Sie verhindern wollten, dass er gegen Sie als Zeuge aussagt. Diese infamen Anschuldigungen werde ich mir nicht länger anhören. Der Komplize von Köcher hat die Notoperation überstanden. Er kann in 2 Tagen aussagen. Sander weiß gar nicht, dass sie Köcher beauftragt haben. Habe ich recht? Und ohne Beweis keine Anklage. Es sei denn, Köcher hat Ihnen den Namen seines Auftraggebers verraten. Ja, das hat er. Kurz bevor den Sarg. Kannst du so etwas behaupten? Er hat mir den Ehering abgenommen und gesagt, mit schönen Grüßen von Ihrer Frau, Sie haben sie das letzte Mal hintergangen. Das ist nicht wahr! Und wenn ich es schwören würde? Bei meinem Leben und mit der Bibel in der Hand wäre es dann wahr? Du willst mich nur loswerden, damit du diese Frau heiraten kannst. Scheidung hätte ich sowieso angereicht. Warum sollte ich also lügen? Du warst es. Du hast es getan! Halt den Mund! Nein! Ich werde mir von dir nicht weniger sagen, dass... Halt! Tun es zu lassen! Halt!
Doktor! Für dich bist du nichts weiter als ein Versager! Er hat es mir gesagt. Vor der Bank, kurz bevor Köcher mich abgefangen hat, hat er mir verraten, dass er im Auftrag meiner Mutter gehandelt hat. Unterstehe dich. Herr Holter, Sie werden das vor Gericht beiden müssen. Dafür fehlt ihm das Format. Das werden wir ja sehen. Diese Genugtuung werde ich euch nicht geben. Dieser Brief war dabei. Danke. 1 Million, nicht registrierte Scheine, bis 15 Uhr und keine Polizei. Ich will eine Handschriftenanalyse. Es ist die Handschrift meines Vaters. Das muss man denen lassen. Verhandeln und auf Zeit spielen ist nicht. 200 mal 50 mal 60 abzüglich. Wie groß ist Ihr Vater? Wovon reden Sie da? Was soll das? Die Entführer haben Ihnen bis 3 Uhr Zeit gelassen. Ich versuche nur herauszufinden, wie viel Zeit Ihr Vater hat, bis ihm die Luft ausgeht. Was können Sie uns über die Entführer sagen? Nichts. Es ging alles so schnell. Jemand hat mir in die Kniekehlen getreten. Ich bin gefallen. Dann tauchte schon dieser schwarze Lieferwagen auf. Die Tür stand offen. Er hat meinen Vater hineingeworfen und dann war er schon weg. Er. Das heißt, Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Naja, er war maskiert, aber von der Statur her gesehen. Überlegen Sie weiter. Was hat er an? Eine grüne Hose, so mit Taschen an der Seite und eine Windjacke. Eine dunkle und Stiefel, ja. Ja, und dann diese Sturmhaube. Ja, weiß. Herr Holter konnte das Gesicht des Täters erkennen. Diese Leute haben nicht die Absicht, meinen Mann wieder freizulassen. Das ist es doch, worauf Sie hinaus wollen, oder? Es war Ihnen egal, ob er Sie erkennt. Ja, damit sollten wir rechnen, ja. Mein Vater ist knapp 1,80. Mein Vater ist 1,73 groß und 72 Kilo schwer. Ich schätze, die Luft reicht maximal für 5 Stunden. Das Video wurde um 12 Uhr aufgenommen. Das heißt, wir müssen ihn bis 17 Uhr gefunden haben. Wie schnell können Sie das Geld beschaffen? Bis zur Bank hin und zurück circa 30 Minuten. Vielleicht 40. Also bleiben uns 4 Stunden. Wir brauchen eine Fangschaltung. Hat Ihr Vater ein Handy dabei? Ja. Ich kümmere mich um die Ortung. Okay, gut. Was soll der Scheiß eigentlich? Was mache ich hier? Falls die Polizei den Wagen in die Finger bekommt und Spuren von dem Alten findet, sind wir dran. Warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Wir können ja tauschen. Ich kümmere mich um den Transporter und du übernimmst den Erpresseranruf. Das hat jetzt aber mit Psychologie nicht viel zu tun, oder? Könnte man meinen, aber es gibt für alles einen Grund. Auch die Wahl eines Discountsarges erzählt was über die Täter. Der Sarg wurde im Video nicht explizit inszeniert. Nach dem Motto, seht her, mehr als eine Holzkiste hat das Opfer nicht verdient. Hierbei handelt es sich um Effizienz und Pragmatismus. Für die Entführer ist der Akt des Vergrabens keine Beisetzung. Ja, ich habe verstanden. Der Holter hat Herzprobleme. Im Liegen hat er schnell das Gefühl, dass er keine Luft mehr bekommt. Das heißt, er atmet schneller. Und so könnte es möglich sein, dass der Sauerstoff im Sarg schon vor 17 Uhr verbraucht ist. Oh, Scheiße. Wir haben keine Zeit. Deswegen wollen wir nicht länger um den heißen Brei rumreden. Sie haben Erich Holter entführen und vergraben lassen. Und ich will wissen, wo. Was? Der Mistkerl wurde vergraben? Das wird ja immer besser. Sie wissen, was wir in Ihrer Wohnung suchen. Wohnung? Das ist ein Loch. Irgendeine Spur hinterlässt man immer. Selbst wenn ein Verbrechen noch so clever geplant ist. Ja, Sie müssen es ja wissen. Wie lange hat Ihnen der Arzt noch gegeben? Was sind Sie, so eine Psychotante?
Zur Hausfrauenmutter hat es bei mir leider nicht gereicht. 6 Monate, vielleicht 9. Zu viel Stress, zu viel gefressen, zu viel geärgert, Pumpe kaputt, Lunge kaputt. Irgendwann schlafe ich ein und dann höre ich einfach auf zu atmen. Tut mir leid. Acht drauf geschissen, nichts gegen Sie. Aber zu wissen, dass der Docht schon flackert, das macht's auch irgendwie leichter. Nicht, man regelt, was noch zu regeln ist und dann war's das. Was müssen Sie denn noch regeln? Okay, machen wir's kurz. Sie werden ihn nicht finden. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe. Es gibt nichts, womit Sie mitruhen können. Und deshalb verrate ich Ihnen auch nicht, wo Holter die Radieschen von unten anschaut. Was darf es denn sein? Mit oder ohne Holzschutzlasur, Standard oder Übergröße? Ab 3 Särgen bieten wir lukrative Rabatte an. Hugo Leipzig, wir sind auf der Suche nach, nach diesem Sarg. Sansibar, Kiefer unbehandelt mit Eisenbeschlägen. Das Einfachste vom Einfachen. Wem haben Sie das Ding denn verkauft? Im letzten halben Jahr überhaupt nicht. Aber wenn Sie nicht fragen, gebe ich Ihnen die Nummer des Großhändlers, bei dem alle Discounter ordern. Hilfe! Okay, Sie machen alles so, wie wir es besprochen haben, ja? Okay, er ist eingestiegen. Sei vorsichtig, Ina. Jan, Vince? Setzt euch vor die Straßenbahn. Geht klar. Ina, möglicherweise kriegt er den Befehl auszusteigen, zu Fuß zu laufen oder umzusteigen. Also bleib an ihm dran. Gut verstanden. Jan, Vince? Ich glaube, ich weiß, wo er den Koffer aus dem Fenster schmeißt. Bleibt also an der Bahn dran. Verstanden. Jemand? Rudi, komm her, komm. Komm her, komm. Komm. Hilfe! Warum hört mich die Kalbe? Ich will nicht sterben. Es gibt auf der Strecke eine Brückenpassage. Darunter ist Brachland, ziemlich verwildert. Keine Zufahrtsstraße, aber viele Fluchtwege. Und von der Brücke kann man auch nicht abfahren. Es sei denn, man springt runter, bricht sich alle Knochen. Ich sage Ihnen mal was. Sie sind eine hervorragende Profilerin, aber eine miserable Beifahrerin. Ich mag es nicht besonders, anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Berufskrankheit, was? Holter hat gerade einen Anruf gekriegt. Ich glaube, es geht bald los. Wo ist die Bahn? Kurz vor der Antonienbrücke. Ich hab's gewusst. Wir brauchen mindestens 5 Minuten bis zu euch. Die Einsatzfahrzeuge sollen sich bereithalten, falls der uns entwischt. Alle Zufahrtsstraßen sperren. Er steht jetzt auf und öffnet das Fenster. Er wirft den Koffer raus. Da, der Koffer. Und da ist unser Mann. Soll ich? Unter gar keinen Umständen. Sie bleiben hier. Ich Holter entführen und vergraben lassen. Und ich will wissen, wo. Was? Der Mistkerl wurde vergraben? Das wird ja immer besser.
Sie wissen, was wir in Ihrer Wohnung suchen. Wohnung? Das ist ein Loch. Irgendeine Spur hinterlässt man immer. Selbst wenn ein Verbrechen noch so clever geplant ist. Ja, Sie müssen es ja wissen. Wie lange hat Ihnen der Arzt noch gegeben? Was sind Sie, so eine Psychotante? Zur Hausfrau Mutter hat es bei mir leider nicht gereicht. 6 Monate, vielleicht 9. Zu viel Stress, zu viel gefressen, zu viel geärgert, Pumpe kaputt, Lunge kaputt. Irgendwann schlafe ich ein und dann höre ich einfach auf zu atmen. Tut mir leid. Acht drauf geschissen, nichts gegen Sie. Aber zu wissen, dass der Docht schon flackert, das macht's auch irgendwie leichter. Nicht, man regelt, was noch zu regeln ist und dann war's das. Was müssen Sie denn noch regeln? Okay, machen wir's kurz. Sie werden ihn nicht finden. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe. Es gibt nichts, womit Sie mit drohen können. Und deshalb verrate ich Ihnen auch nicht, wo Holter die Radieschen von unten anschaut. Was darf es denn sein? Mit oder ohne Holzschutzlasur, Standard oder Übergröße? Ab 3 Särgen bieten wir lukrative Rabatte an. Timo Leipzig, wir sind auf der Suche nach, nach diesem Sarg. Sansibar, Kiefer unbehandelt, mit Eisenbeschlägen. Das Einfachste vom Einfachen. Wem haben Sie das Ding denn verkauft? Im letzten halben Jahr überhaupt nicht. Aber wenn Sie nicht fragen, gebe ich Ihnen die Nummer des Großhändlers, bei dem alle Discounter ordern. Hilfe! Okay, Sie machen alles so, wie wir es besprochen haben, ja? Holter? Haben Sie das Geld? Ja, 1 Million Euro, wie Sie verlangt haben. Sind wir die Straßenbahn? Linie 1 Richtung Lausen. Wer garantiert mir, dass mein Vater noch am Leben ist? Ich brauche einen Beweis. Befolgen Sie meine Order oder... Das Gespräch ist beendet. Entweder Sie tun, was ich Ihnen sage... Oder ich garantiere Ihnen, dass bei meinem nächsten Anruf Ihr Vater tot sein wird. Dann sprechen wir über 2 Millionen für die Leiche Ihres Vaters, damit Sie ihn ehrenvoll beerdigen können. Ja gut, ich tue ja alles, was Sie verlangen. Aber ich flehe Sie an, tun Sie meinem Vater nichts. Sie nehmen 1603. Bleibt also an der Bahn dran. Verstanden. Jemand? Rudi, komm her, komm. Komm her, komm. Brückenpassage. Darunter ist Brachland, ziemlich verwildert. Keine Zufahrtsstraße, aber viele Fluchtwege. Und von der Brücke kann man auch nicht abfahren, es sei denn, man springt runter, bricht sich alle Knochen. Ich sage Ihnen mal was. Sie sind eine hervorragende Profilerin, aber eine miserable Beifahrerin. Ich mag es nicht besonders, anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Berufskrankheit, was? Heute hat gerade einen Anruf gekriegt. Ich glaube, es geht bald los. Wo ist die Bahn? Kurz vor der Antonienbrücke. Ich hab's gewusst. Wir brauchen mindestens 5 Minuten bis zu euch. Die Einsatzfahrzeuge sollen sich bereithalten, falls der uns entwischt. Alle Zufahrtsstraßen sperren. Er steht jetzt auf und öffnet das Fenster.
den Koffer raus. Da, der Koffer. Und da ist unser Mann. Soll ich? Unter gar keinen Umständen. Sie bleiben hier. Bleiben Sie stehen! Hände hoch, Polizei! Wir brauchen einen Rettungshubschrauber, und zwar schnell. Der schwarze Lieferwagen auf, die Tür stand offen, er hat meinen Vater hineingeworfen und dann war er schon weg. Er. Das heißt, Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Naja, er war maskiert, aber von der Statur her gesehen. Überlegen Sie weiter. Was hat er an? Eine grüne Hose, so mit Taschen an der Seite, und eine Windjacke, eine dunkle und Stiefel, ja. Ja, und dann diese Sturmhaube. Ja, weiß. Herr Holter konnte das Gesicht des Täters erkennen. Diese Leute haben nicht die Absicht, meinen Mann wieder freizulassen. Das ist es doch, worauf sie hinaus wollen, oder? Es war ihnen egal, ob er sie erkennt. Ja, damit müssen, damit sollten wir rechnen, ja. Mein Vater ist knapp 1,80. Mein Vater ist 1,73 groß und 72 Kilo schwer. Ich schätze, die Luft reicht maximal für 5 Stunden. Das Video wurde um 12 Uhr aufgenommen. Das heißt, wir müssen ihn bis 17 Uhr gefunden haben. Wie schnell können Sie das Geld beschaffen? Bis zur Bankhalle zurück, circa 30 Minuten. Vielleicht 40. Also bleiben uns 4 Stunden. Wir brauchen eine Fangschaltung. Hat Ihr Vater ein Handy dabei? Ja. Ich kümmere mich um die Ortung. Okay, gut. Was soll der Scheiß eigentlich? Was mache ich hier? Falls die Polizei den Wagen in die Finger bekommt und Spuren von dem Alten findet, sind wir dran. Warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Wir können ja tauschen. Ich kümmere mich um den Transporter und du übernimmst den Erpresseranruf. Uhr, Besprechung, Dr. Schneider. Tja, da wird der gute Schneider wohl selbst Gespräche führen müssen. Verdammte Scheiße. Was ist denn? Ja, okay. Shit. Die Kollegen können das Handy nicht anpeilen. Das heißt, sie können meinen Mann nicht orten. Die Entführer haben ihm wahrscheinlich das Handy weggenommen und Akku und SIM-Karte entfernt. Das heißt, sie haben nichts. Wer könnte hinter der Entführung stecken, Frau Holter? Wir müssen bei einer Entführung immer davon ausgehen, dass es sich nicht nur um Geld handeln könnte, sondern um persönliche Motive. Hatte Ihr Mann Feinde? Das vergangene Jahr war nicht leicht. Viele Anleger haben ihr Geld verloren. Die meisten waren Opfer ihrer eigenen Gier, aber natürlich suchen die... Den beiden was bedeutet, wo sie mal gepicknickt haben oder sich zum ersten Mal geküsst haben, irgendwas? Es gibt einen ehemaligen Truppenübungsplatz. Da fährt er ab und zu Motorrad. Hallo. Ist eine Spur, wo Erich heute vergraben sein könnte. Dann fahrt da hin und sucht ihn. Wir kümmern uns um Roland Köcher. Okay, alles klar. Wir brauchen einen Helikopter mit Thermokamera. Alles klar. Wo ist es genau? Hajo? Wo seid ihr? Wir brauchen mindestens noch 5 Minuten. Habt ihr versucht, Frau Holter zu erreichen? Ja, aber sie geht nicht ans Telefon. Auch der Kollege von der Technik meldet sich nicht. Wenn Köcher sieht, dass die Polizei anrückt, dann wird er meine Mutter umbringen. Warum lassen Sie nicht einfach mit dem Geld entkommen? Sie haben doch gehört, Ihr Kollege weiß, wo mein Vater steckt. Herr Holter, wenn wir nicht eingreifen, dann ist Ihre Mutter tot. Sie müssen uns vertrauen.
mein Geld. Das Geld. Was fällt Ihnen ein, in mein Haus einzudringen? Ihr Mann ist tot. Wenn Sie unbedingt ein Doppelbegräbnis wollen, kein Problem. Das Geld. Hände hoch und keine Bewegung! Lassen Sie die Frau los. Sie sollen Frau Holter loslassen! Ich würde tun, was er sagt. Dieser verfluchte Kerl hat meinen Mann umgebracht. Jetzt hat er seine verdiente Strafe. Ungefähr 100 Meter nördlich zeigt die Thermokamera eine frische Ausgrabungsstelle. Jetzt geradeaus, ihr seid klein auf. Verstanden. Geradeaus. Stopp, direkt unter euch ist es. Okay, alles klar. Hier ist es. Wir haben ihn. Komm runter, bringt ihn ins Krankenhaus. Over. Aus. Mit der Kugel im Kopf ist es gleich vorbei. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Ich flehe Sie an. Ich will nicht sterben. Falls die Entführung ein Racheakt ist, dann ist es nicht die Rache der beiden Männer, die ihn entführt haben. Sie meinen, die beiden sind nur Handlanger? Ja, ich erkenne keinerlei Ausschläge in ihrem Verhalten. Keine unnötige Gewalt, keine Beschimpfung, weder Spaß noch Genugtuung am Leiden des Opfers. Sie handeln gleichgültig. Ajo, wir haben Preuß. Das ist Jan Maybach, mein Kollege, und das ist Dr. Lilly Braun. Sie ist Polizeipsychologin, ich weiß. Hallo. Ich habe viele Ihrer Artikel gelesen. Sehr beeindruckend. Offenbar traut uns da jemand nicht zu, dass wir den Fall alleine lösen können. Tja, mir auch nicht. Da wären wir also schon zu dritt. Ich habe mir die Konten von Holter Junior angeschaut. Im Gegensatz zu seinen Eltern verfügt er über keinerlei Privatvermögen. Und er bezieht auch nur das Gehalt eines kleinen Bankangestellten. Das heißt, wenn sein Vater stirbt, wird er auf einen Schlag steinreich. Ja. Und was haben Sie? Das da ist ein Discount-Sarg. Von einem Sargsupermarkt. Einfaches Holz, Stapelware, keine Verzierung, kein Schnickschnack. Und das sieht man einfach so? Ich musste vor ein paar Jahren selber mal Särge aussuchen. Da stolpert man automatisch über sowas. Ja, das könnte eine Spur sein. So viel Discounter wird es in Leipzig nicht geben. Das hat jetzt aber mit Psychologie nicht viel zu tun, oder? Könnte man meinen, aber es gibt für alles einen Grund. Auch die Wahl eines Discount-Sarges erzählt was über die Täter. Der Sarg wurde im Video nicht explizit inszeniert. Nach dem Motto, seht her, mehr als eine Holzkiste hat das Opfer nicht verdient. Hierbei handelt es sich um Effizienz und Pragmatismus. Für die Entführer ist der Akt des Vergrabens keine Beisetzung. Ja, ich habe verstanden. Der Holter hat Herzprobleme. Im Liegen hat er schnell das Gefühl, dass er keine Luft mehr bekommt. Das heißt, er atmet schneller. Und so könnte es möglich sein, dass der Sauerstoff im Sarg schon vor 17 Uhr verbraucht ist. Oh, Scheiße. Wir haben keine Zeit. Deswegen wollen wir nicht länger um den heißen Brei rumreden. Sie haben Erich Holter entführen und vergraben lassen. Und ich will wissen, wo. Was? Der Mistkerl wurde vergraben? Das wird ja immer besser. Sie wissen, was wir in Ihrer Wohnung suchen. Wohnung? Das ist ein Loch. Irgendeine Spur hinterlässt man immer. Selbst wenn ein Verbrechen noch so clever geplant ist. Ja, Sie müssen es ja wissen. Wie lange hat Ihnen der Arzt noch gegeben? Was sind Sie, so eine Psychotante? Zur Hausfrau und Mutter hat es bei mir leider nicht gereicht. 6 Monate, vielleicht 9. Zu viel Stress, zu viel gefressen, zu viel geärgert, Pumpe kaputt, Lunge kaputt. Irgendwann schlafe ich ein und dann höre ich einfach auf zu atmen. Tut mir leid. Ach, drauf geschissen. Nichts gegen... Das da ist ein Discount-Sarg. Von einem Sargsupermarkt. Einfaches Holz, Stapelware, keine Verzierung, kein Schnickschnack. Und das sieht man einfach so? Ich musste vor ein paar Jahren selber mal Särge aussuchen. Da stolpert man automatisch über sowas. Ja, das könnte eine Spur sein. So viel Discounter wird es in Leipzig nicht geben. Das hat jetzt aber mit Psychologie nicht viel zu tun, oder? Könnte man meinen, aber es gibt für alles einen Grund.
Auch die Wahl eines Discountsarges erzählt was über die Täter. Der Sarg wurde im Video nicht explizit inszeniert. Nach dem Motto, seht her, mehr als eine Holzkiste hat das Opfer nicht verdient. Hierbei handelt es sich um Effizienz und Pragmatismus. Für die Entführer ist der Akt des Vergrabens keine Beisetzung. Ja, ich habe verstanden. Der Holter hat Herzprobleme. Im Liegen hat er schnell das Gefühl, dass er keine Luft mehr bekommt. Das heißt, er atmet schneller. Und so könnte es möglich sein, dass der Sauerstoff im Sarg schon vor 17 Uhr verbraucht ist. Oh, Scheiße. Wir haben keine Zeit. Deswegen wollen wir nicht länger um den heißen Brei rumreden. Sie haben Erich Holter entführen und vergraben lassen. Und ich will wissen, wo. Was? Der Mistkerl wurde vergraben? Das wird ja immer besser. Sie wissen, was wir in Ihrer Wohnung suchen. Wohnung? Das ist ein Loch. Irgendeine Spur hinterlässt man immer. Selbst wenn ein Verbrechen noch so clever geplant ist. Ja, Sie müssen es ja wissen. Wie lange hat Ihnen der Arzt noch gegeben? Was sind Sie, so eine Psychotante? Zur Hausfrau und Mutter hat es bei mir leider nicht gereicht. 6 Monate, vielleicht 9. Zu viel Stress, zu viel gefressen, zu viel geärgert, Pumpe kaputt, Lunge kaputt. Irgendwann schlafe ich ein und dann höre ich einfach auf zu atmen. Tut mir leid. Acht drauf geschissen, nichts gegen Sie. Aber zu wissen, dass der Docht schon flackert, das macht's auch irgendwie leichter. Nicht? Man regelt, was noch zu regeln ist und dann war's das. Was müssen Sie denn noch regeln? Okay, machen wir's kurz. Sie werden ihn nicht finden. Was soll das heißen? Was ich gesagt habe. Es gibt nichts, womit Sie mit drohen können. Und deshalb verrate ich Ihnen auch nicht, wo Holter die Radieschen von unten anschaut. Was darf es denn sein? Mit oder ohne Holzschutzlasur, Standard oder Übergröße? Ab 3 Särgen bieten wir lukrative Rabatte an. Ingo Leipzig, wir sind auf der Suche nach diesem Sarg. Sansibar, Kiefer unbehandelt mit Eisenbeschlägen. Das Einfachste vom Einfachen. Wem haben Sie das Ding denn verkauft? Im letzten halben Jahr überhaupt nicht. Aber wenn Sie nicht fragen, gebe ich Ihnen die Nummer des Großhändlers, bei dem alle Discounter ordern.